Hallöchen, Freunde der Sonne, und willkommen zurück zu Guardians of the Galaxy. Als ich das letzte Mal gesagt habe, wir spielen das jetzt in einem Rutsch durch, hat das wohl nicht so zu 100% funktioniert. Ist auch für mich jetzt 3 Monate her, habe einiges zu tun gehabt. In der Beschreibung müsste ein Video sein, bei dem ihr alle auf den neuesten Stand kommt, was den Kanal angeht. Aber wir spielen jetzt weiter Guardians of the Galaxy. Was zuletzt passiert ist, kurz bevor wir ins Spiel springen: Wir sind mit dem komischen Artefakt in den Heiligen Schrein gegangen. Da haben uns die Kree überfallen. Die Chefin hat uns das Artefakt geklaut, hat ihren Sohn wiederbelebt. Wir sind eine Schlucht runtergefallen, waren tot, haben unsere kranke Mutter im Auto wieder hin und her gefahren. Wir wissen jetzt, glaube ich, auch, dass sie stirbt. Soweit ich das richtig gerade gesehen habe, ich habe die alte Folge kurz durchgescrollt. Und ja, sind jetzt aufgewacht wieder als Peter Quill und sind noch in der Höhle, wenn ich das richtig sehe. Jetzt setzen wir Episode 4 von 5 fort. Telltale, ja jetzt vor 2 Tagen rausgekommen, dass es die wohl in Zukunft nicht mehr gibt. Die sind erstmal raus aus dem Business. Haben alle Leute entlassen bis auf 25. Also, heute ist Montag, der 24. Deswegen sehe ich vor 2 Tagen. Und da leben wir wieder. Ich glaube, die Szene haben wir aber schon gesehen. So we're all in agreement then. We sell the ship and split the dough. You promised money, not the tasty cup. Ja, das haben wir schon gesehen. Also nicht wundern. Wenn ihr mich mal mehr trinken hört, sorry, ein bisschen Kaffee, ein bisschen müde. He isn't dead. But I already called dibs on his stuff. He's got tons of earth junk in his room. I'm sure that'd fetch a few units at the trader's market. Thanks, guys. Appreciate the concern. Really? Oh, ist das sogar die gleiche Antwort wie beim letzten Mal? Ich habe gerade ein bisschen am Kabel. Hey, Pete. Ich wundern. We were totally looking out for you, man. Your stuff, your legacy, that's real important. It should be sold for as much money as possible. Ich liebe Rocket ja immer noch. Oh, we're not getting back up there. Great time to have my jet boots busted. We'll have to find another way out. So, und an dieser Stelle waren wir auch letztes Mal schon. Also das haben wir uns noch angeguckt gehabt. Wir sind ja, wie gesagt, von da oben, wo wir jetzt nicht mehr hochkommen, runtergeflogen. Jetzt sprechen wir mal mit den ganzen Guardians. Ich werde das übrigens handhaben wie Injustice. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon lief oder noch laufen wird. Ich glaube, ich weiß, habe ich bei Guardians aber immer so gemacht, dass ich keine Abmod und Unmod mehr machen werde. Also das war jetzt tatsächlich die letzte. Bis wir dann das Spiel beendet haben. Hoffentlich. Ansonsten, bis ich das nächste Mal eine Pause mache. Hey Drax, you see any way out of here? I have looked up, I have looked down. I have even turned in a complete circle. There is no exit. All right. We'll keep looking. I will not rest until I find that treacherous exit. Ich werde auch während den Dialogen jetzt in Zukunft auch nicht reden. A, weil mir das schon vorgeworfen wurde. B, weil ich tatsächlich links in OBS sehe, dass wir da immer verhältnismäßig gleich laut sind, die dann einfach gar nichts mehr hört, glaube ich. What's up, Mantis? Oh, hello. Is everything okay? I just wanted to thank you for catching me. Anytime. And I'm sorry for intruding on your memory of your mother. She seemed like a nice woman. Yeah. She was. Rocket ist wieder der Geilste. Hey, Rocket. Ah, look. It's our troubled leader, Peter Quill. Just when I think things couldn't get worse, just when I think we've hit rock bottom, you managed to find us something lower. This time, literally. Yeah. Well, I am to please. Not a compliment, but okay. Ist der denn jetzt so? Ich hab das Gefühl, Groot wird einem Groot sagen. Hey Groot, you holding up okay? I am Groot. He says he's thirsty. Okay. Okay, sie könnte jetzt immer wieder mit denen reden, weiß aber nicht so zu 100%, was das bringen soll. Hey Gamora. Nebula's really hurt. Maybe beyond repair. I couldn't stop it. This is what happens when someone gets too close to me. I've never seen her this bad before. She's tough, but... Don't beat yourself up over this.
It's not your fault. It could have happened to any of us. But it happened to her. We let Nebula into the Guardians, and look where it got her. We have to live with that. Ach, sie ist jetzt offiziell Teil der Guardians. Jetzt ist die Frage, eigentlich müsste ich jetzt einen Ausgang suchen. Muss ich wohl in die Richtung, wenn ich das richtig sehe. Ich jetzt... Aha. Kill it! Kill it with bullets! Don't tell me you're afraid of that little guy. Yes, what a ridiculous looking creature. On my world, tunnel worms are filthy. Looks friendly enough, I guess. It is. Ja, Menschenkenntnis, Leute, ich sag's euch. It's okay. It doesn't want to harm us. It's just curious. Curious about how we taste, probably. Chewing through that stone? Better that than us. Streichen oder füttern? Is top 5 on my all-time fears list. Hungry little fella? Want something to eat? Here you go, you ugly little rock-eating guy. Oh. Huh. Bioluminescence. Probably how this thing communicates, or draws in its unwitting quill-sized prey. It wants to stay with us. Maybe we should give it a name. Like a pet. I am excellent at naming things. I shall call it Blue. Steinwurm. I call it Hungry. No, no. Its name should be obviously a death trap, because that's what it is. That's not any good. Well, I think the name is extremely appropriate. No, ja, not the name. Wir nennen ihn Bowie. That it's hungry. Wegen wahrscheinlich wegen David Bowie. The creature is just a tiny nothing. It poses no harm to us. How about Bowie? What is a Bowie? He's a musician we treat like a space god on Earth. I do not see how that is better than Blue. The creature is Blue. Bowie is fine. Great. The Guardians have a mascot. I am Groot. I'm the co-pilot. I ain't no mascot. Wow. Would you look at that? Bowie rocks. I told you guys. He's getting us out of here. Wait. No one has a problem with this. The death trap thing was not just some cute expression. It's our only way out, Rocket. Putting an I told you so in my pocket for later use. Peter. What about Nebula? Hey, buddy. Can you carry her? I am Groot. Ich lieb den Jungen wirklich. Lol. Thanks, Groot. I am Groot. Ein Rucksack. Hey, Bowie, wait up! Ich hab nur das Gefühl, dass Bowie eine Mama hat. Aber ist nur so eine Spekulation. Wenn das mit dem Sound nicht so richtig geil passt, ich werde das jetzt gleich mal nach der ersten Folge hier anschauen. Dann werde ich das verändern. Ich nutze euch auch relativ häufig in Videos, ist mir aufgefallen. Amazing. Oh, if only the inside of my containment unit were this beautiful, maybe I wouldn't be so psychically scarred. Das sind nur noch 50 FPS. Look at that. Es hat auch gerade bei mir geruckelt, das ist das Spiel. Also nicht wundern. Wie gesagt, wenn meine Stimme etwas zu leise ist im Verhältnis oder so, dann tut mir es leid. Während dem Filmsequenz, während die sich unterhalten, ist das, was ich labere, sowieso nur. Ich finde gut, geil, hahaha, wie lustig und Mann, bin ich dumm. Irgendwie sowas. What is that? Und ich sag sehr häufig, I am Groot. I am Groot! Whoa, what are you doing, Pete?
That crystal there is natural thorium. Just looking at one the wrong way can cause it to explode. Worth a ton of units, but highly volatile. Huh. I'm actually a little surprised no one's mined this planet dry. Maybe there's a reason no one tried. Not good. Guess what's happening, dummies? Rocket called. That thing led us into a death trap! They do not want to kill us. Just eat us. Okay. Look. We're not here to fight. We're friends with Bowie. Do you know Bowie? Don't look like they're fans of Bowie. These things have zero taste. Ganz kurz, ich weiß, dass gerade die FPS ein bisschen droppen, also ich sehe das ja. Das schaue ich mir noch einmal an. Also es kann auch, das liegt größtenteils eigentlich am Spiel. Rocket League gestern war fein. Aber jetzt waren die ja doch böse. I don't like the sound of that. Yeah, no offense, but that statement doesn't usually end up okay for us. Everyone, look out! Oh, God, this is...